Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicos da draußen. Der Skyline ist am Start, genau. Eine kleine, ich krieg diesen Satz einfach nicht mehr hin, Leute. Das gibt's doch nicht. Eine kleine Runde Let's Play Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Ja, Und wir drücken direkt mal A mit Spielladen und so. Im Hintergrund werdet ihr ihn nicht hören, aber ich habe den Rappi hier mit in der Party. Das heißt, ersten Nudeln zurück in Konoha genießt Naruto seinen ersten Nudeln seit langen Zeit. Ein Tag vergeht ohne Aufregung. Tja, so hat das immer, wenn man Nudel isst. Deswegen ab und zu werde ich ihm mal vielleicht antworten, wenn er irgendeinen Scheiß labert. Deswegen müsst ihr euch jetzt da nicht so großartig wundern. Am Arsch. Ist er Pirat, weil er spielt so gerne Assassin's Creed. ich weiß gar nicht, wo wir jetzt stehen geblieben hat. Komische Frau, die die ganze Zeit am Niesen ist da hinten. Okay. Der Junge sitzt immer noch dort auf dem Boden. Die alte Oma, die durch mich durchgehen kann. Die kann immer noch durch mich durchgehen. Die ist voll Madara, Alter. Kannst du glauben. Die können nur labern. Das ist auch nur Gelaber. Ich weiß überhaupt nicht. Ach, wir müssen... Stimmt, wir müssen noch Dingens hier. Zur Villa müssen wir auch zurücklaufen. Stimmt ja. Blumen haben wir haufenweise gekauft. Ich weiß, können wir mit Sakura sprechen? Mit Sakura? Nee. Ich habe Hinata und Kiba habe ich jetzt auf volle Herzen gemacht, ne? Ja, die habe ich auf volle Herzen gemacht. Das sind ja dann die beiden Teammitglieder, die ich dann halt, wenn ich frei rumlaufe, immer mitnehmen möchte. Die halt von Angriffs- und Verteidigungsattacken ziemlich gut sind. Wesentlich besser als die meisten anderen. Choji will ich dann nicht unbedingt dabei haben. Alles klar, wir sollten Chats mit rüber. Ich wüsste ja schon gerne rüber, aber ja, wenn jemand nicht so schnell labern würde, ich sehe nichts mehr. Der Mann klatscht immer auch in die Hände, den müssen noch langsam wehtun, ey, müsste langsam Blasen kriegen. Naja, dann wollen wir mal jetzt direkt mal zur Nebenmission, wo wir letzte Folge... それで、君が新しいメンバーのサイだっけ? Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen zu schnell wegklicke, aber es ist manchmal sehr verwirrend. Hoi. Kakashi-sensei, ore, sensei ni attara iitai koto atte. Hm? Dou shita no yo? Kyū ni shinken na kao shite. Ano sa, ore tachi, mae no nimmu de tenchikyō ni... その話か。だったらヤマトから全部聞いてるよ。もちろんサスケのこともな。今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。 え? ずっと考えてたんだよ。お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、なると、お前はある意味では、カカシナゴだって一緒に何かしてたんだよ。カカシ先生を超えるって、一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術? そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけど。やるか? いや、ジギー。へ。今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ。少しでも可能性があるってんなら、俺はやってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。 さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に
付き合わなきゃいけなくてね。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。分かってます。さすがだね。察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの？二人だけって結構きついんじゃね？私たちは修行の手伝いできないからね。せめてこれくらいはさせてもらうわ。その代わり必ず修行は成功させんのよ。いいわね？も、おっす。それじゃ僕たちは演習場に向かおうか。おっす、やってやるってばよ。 Super, ich wackel die ganze Zeit bei dem Mikrofon eigentlich gerade, das heißt, ich muss mal ein bisschen weggehen. Super, wir entwickeln jetzt unser Rasen Shuriken und wir sind in einer komischen Position hinter diesem Typen hier gespawnt. Das ist ziemlich pervers. Egal, wir gehen weiter. Lassen wir mal Sai und Sakura mal ein bisschen alleine da rumdödeln. Und wir werden mit Yamato jetzt mal... Hihi, ich werde stärker und stärker. Mit Yamato werden wir jetzt erstmal zu Kakashi auf den Trainingsplatz gehen. Ich weiß nicht, warum wir uns einfach nicht dahin teleportieren, wie die es meistens tun. Hallo, Hinata. Wäre ziemlich einfacher. Aber wir sind einfach so pro, wir laufen die ganze Zeit hinter dahin. Finde ich voll schwachsinnig, Alter. Vor allem, wenn man überhaupt nicht mal über die Technik... Ich weiß, ich reg mich jetzt da zum sechsten Mal drüber auf, aber es ist halt einfach dumm. Doch, tue ich wohl. Perlen, habe ich eigentlich Perlen schon gefunden? Die Perlen habe ich schon abgegeben, ne? Ja, die Perlen habe ich abgegeben. Toll. Dieser alte Opa, der läuft schon seit Anbeginn der Folge, also seit Anbeginn des Let's Plays, läuft er hier lang. Er ist ungefähr der langarschigste Mensch, den ich je gesehen habe. Okay. Da haben wir wieder einen Hundi. Hundi erschrecken. Puh. Hier. Läuft er wieder gegen das Schild. Köter. Frosch! Noch einmal, ich und ein paar Kollegen sind nochmal durch den Wald so gelaufen. Als da gerade angefangen zu regnen, waren überall Schnecken. Wir wollten nicht auf die Schnecken treten, deswegen haben wir das Spiel Schnecke erfunden. Dann sind wir die ganze Zeit geradeaus gelaufen, mit dem Kopf auf den Boden geguckt und haben die ganze Zeit, wenn wir eine Schnecke gesehen haben, Schnecke geschrien. Der Frau von meinem Kumpel war das so peinlich, dass sie 6 Meter vor uns hergelaufen ist und irgendwann hat sie mitgespielt. Naja. さっさと始めようぜ、カカシ先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。いや、まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？ん、それってば何？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけど。そう、マイタ。細かい説明するより、まずはやってみるか。え、リアゲットのブルーラバイザーとか、ひゃばけなの。まずは、軽く手合わせをするぞ。戦いを通して、お前の性質を見て。Wir haben jetzt übrigens 23:13 Uhr und ich werde, je nachdem wie ich lustig bin, noch bis spät in die Puppen hier aufnehmen.Aber ich glaube, eher weniger, werde ich wahrscheinlich morgen früh um 9 Uhr aufstehen und dann weitermachen, ey. Damit morgen noch was draußen ist. Yokai! Yokai! Alles klar, okay, wir werden jetzt ein Sparring machen. Bist du bereit? Nein, wir brauchen eine Wundsalbe am besten, die uns... Oder wir brauchen eine Zigarette, das geht auch. Aber denk dran, ne? Zigaretten, rauchen verkürzt die Zigarette. Das ist auch nie gut. So, bist du bereit? Ja, Sigi Digi. Wollen wir mal. Ja klar, Kakashi hatten ja noch Yamato als Verstärkung dabei. Um einfach nur meine Natur herauszufinden, meine Chakra-Natur. Das macht total viel Sinn. Ja. Als ich auch damals nicht wusste, was ich werden wollte. Da hat auch meine Klassenlehrerin mit mir ein Sparring gemacht und mich verprügelt. Herauszufinden, was ich werden will. Okay. Alter! Fick dich, Kakashi! Das kann ich auch! Rasengan, du Bitch! Okay. Yamato! Nein, geh weg, Yamato! Nein, was ist das denn? Oh, jetzt hab ich's versaut. Ich hatte das Kyubi-Rasengan gerade gemacht. Puh! Aufladen! So, wir werden es mal
eine Nahrungspille hier nehmt, damit wir ein bisschen schneller sind. Das wollte ich eigentlich nicht, ich wollte eigentlich, dass er blindet. Und jetzt gehen wir ordentlich aus dem Haul. Da waren wir jetzt mal schließen. Halt, ausweichen! So, und jetzt nochmal direkt der aus dem Haul. Halt, ausweichen! Oh, hier, Kyubi-Rasengan. Oh, fuck it, warte, ich kann das nicht. Oh, der Mario, du hässlicher. Piss, ne. Ey, hau auf. Nein, ausweichen, Naruto. Schön. Wie schnell kann er... So, oh, komm. Ich will ausweichen. Oh, scheiße. Und mein liebes Team YouTube. Fick dich, Alter, man kann es übersteigen. Ich habe noch keine Ahnung, wie man das aktiviert. Nein, hier hinzu! Boah, wir haben derbe Probleme, Leute. Wir haben derbe Probleme gerade. Okay, Nahrungspille. Ich habe mir überlegt, ob ich das demnächst... Alter, Leute, wir haben fast alles verloren. Ich habe mir überlegt, ob ich Call of Duty Ghost und Battlefield mal von der Videothek aus leider bekomme. Jein, also normalerweise, also er hat gerade gesagt, Battlefield soll nicht so gut auf der Xbox laufen. Ihr könnt mir mal in den Kommentaren schreiben, ob das richtig ist. Ich habe den Kater mal gefragt und der sagte, Battlefield ist nichts im Gegensatz zu Call of Duty, was einfach nur daran liegt, weil er Call of Duty Fan ist, aber so vom Anschein her soll das eigentlich ganz normal laufen. Es ist halt nur Grafikabschwächung, mehr ist das nicht. So, 3000 Rio, 1000 SP, Kraftreis mal 2 Bonus. Ja, ich will mal überlegen. So, was hast du denn runtergeladen? Wolltest du mir noch gerade irgendwas erzählen? Haha, hab ich auch schon. Oh, Verängstiger! 665.000 Sturmpunkte erreicht. Schönes Ding. Im Hintergrund haben wir Shikamaru. Anleitung zum Sieg 22. Hilfe klug einsetzen. Setze Hilfe nicht wahllos, sondern gut überlegt ein. Zum Beispiel ist es wirkungsvoll, dass diese Anleitung einfach mal komplett verschwindet, bevor ich sie durchlesen konnte. Somit kannst du dein Team vernünftig einsetzen. Fick dich, scheiß Anleitung. Weiter. Ah ja. Naruhodo ne. De, ore tte wa nan no seishitsu wo? Omae no seishitsu wa kaze da na. Welche Windtyp, welche Chakra-Natur wärt ihr lieber? Ich würde gerne eher diese Blitzform haben, die kommt irgendwie viel cooler rüber. Oh, oh, ich bin so geil! Ja, ich habe noch nicht verstanden. Das finde ich immer, ich kann es nur wiederholen, ich finde es immer wieder geil. In japanischen, yo, yukulakata, dieser Satz bedeutet übersetzt immer langsam mit den jungen Pferden. Wir haben bisher lediglich die Natur herausgefunden. Und manchmal haben sie, ja, finde ich toll. Jokula kann nicht immer gut gegessen, ich nehme sie mal ihren Nismi. So ein ellenlangen Satz. Ich verstehe Japsensprache nicht. Korekara shigyou shite, chanto tsukaeru you ni nara naito ne. Okay, jetzt kommt der Trainingsteil hier. Osh! Yotte wa yo! Yotte yaru tte wa yo! Sate. Naruto の性質が風なのであれば、あいつにも協力してもらうか。Was spielst du denn? Ach, du spielst gerade Halo 3. So. Ah, er will bei Lomos auf Level 45 kommen. Ja, Kackpun! Der nicht mal über die 40 kam, Alter. Ah, schön. Oh! Na, oi, soro soro kyuke ni shio ze. Ora, aruki sugite tsukareten da yo. Sekkaku nibi mo kari owattan da kara yo. Chitta yasunde mo bachi atanne daro. Oi, kiiten no ka, kakuzu. Yoku shaberu. Nanda to? Ima wa damatte tsuite koi, hidon. Ano sa, sakki ore ga itta koto kiite ta, omae?
Sprich gefälligst mir nach. Heißt es nicht, sprich mir gefälligst nach? Ein H heißt, oh Mann, das nervt, oder was? Okay. Ich frage mich, warum Kakuzo und Hidan sich jetzt darum kümmern. Ist das eigentlich nicht hier Aufgabe von Itachi und, wie heißt es nochmal? Ich habe vergessen, wie der Typ heißt. Verdammt mich. Wir müssen uns eigentlich darum kümmern. Ja, so ist es. Kapitel 3. Der unsterbliche Akatsuki. Alright. Die sind beide ziemlich unsterblich, was